Eigentlich nimmt Luisa gerne ihr Fahrrad, doch heute probiert sie mal etwas Neues aus und hat sich für einen E-Scooter entschieden. So kommt sie schneller von A nach B. Sie ist mit Jakob Richter verabredet, einem der Gründer von Jurka Rostock. Er gründete zusammen mit seinem Schulfreund Adrian Merker das Startup. Vor wenigen Wochen stellten sie dann die Moin-Roller in der Innenstadt auf. So, liebe Zuschauer, ich habe mich jetzt ins Basislager von der OZ verkrümelt hier in Rostock und bin jetzt gerade im Interview mit dem Jakob von den Moin-Jungs. Moin Moin. Und Jakob, ihr habt ja eigentlich mal Jurka gegründet und jetzt habt ihr euch erweitert um Moin, die E-Roller. Wie kam das denn zustande? Ja, also wir haben vor knapp 3 Jahren hier eben Carsharing ins Leben gerufen in Rostock und hatten jetzt eben uns dann dieser Thematik der E-Scooter mal gewidmet, haben eben festgestellt, Mensch, eigentlich ist das doch ein ganz interessantes Transportmittel. Und haben dann überlegt, okay, vielleicht wäre das eine gute Ergänzung zu dem bereits bestehenden Angebot, dem Carsharing, wie wir es eben jetzt schon etabliert haben, und dann eben eine neue Marke kreiert dafür. Und warum eigentlich Moin? Moin, Moin, Jungs. Ja, wir haben uns gedacht, Moin ist ja so ein typisch norddeutscher Ausspruch, der vielfach verwendet wird, eigentlich täglich, und dementsprechend passt das sehr gut hierher. Und ja, das war eigentlich so der Beweggrund. Viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht hinterher. Also, und eingefallen ist mir das unter der Dusche tatsächlich, die Idee. Ne? Und dann haben wir es einfach umgesetzt. Okay. Und es ist ja so, dass es schon ein Konkurrenzunternehmen gibt, Bird. Ne? Warum brauchen wir in Rostock 2 E-Roller-Firmen? Ja, also grundsätzlich ist es so, wir planen das Ganze schon deutlich länger, als die Pläne von Bird waren. Das heißt also, wir haben schon Anfang des Jahres schon damit begonnen, eben alles in die Wege zu leiten. Dass uns jetzt jemand zuvor gekommen ist, ist halt ein Umstand, der ist jetzt so. Ne? Damit kommen wir klar, das ist auch nicht weiter schlimm. Grundsätzlich ist Rostock groß genug, als dass da auch 2 Anbieter ganz entspannt koexistieren können. Und ja, also wir verstehen uns gut mit Bird. Und warum sollte ich jetzt auf die Moin-Roller gehen und nicht mit den Bird-Rollern durch die Gegend fahren? Ja, also erstmal primär sind wir eben ein lokales Unternehmen, eben hier gegründet, hier den Sitz in Rostock in den Mecklenburg-Vorpommern. Und dementsprechend, wenn man zum Beispiel eben was für die lokale Unternehmen tun will, dann könnte man vielleicht eher mit unseren Rollern fahren. Ansonsten primär natürlich haben wir andere Scooter-Modelle. Ne? Das sind also entsprechend ein bisschen größere, mit breiteren Trittbrettern, ein bisschen sichere Fahrstabilität. Dann haben wir so eine Smartphone-Halterung noch an den Rollern dran und ganz wichtig, wir sammeln die eben nachts nicht ein, sondern haben Wechselakkus, die wir eben vor Ort einfach nur tauschen müssen, ne? Wodurch das Ganze auch noch ein bisschen ökologischer wird dann. Okay. Ich würde gerne nochmal mit dir zusammenrollen durch die Innenstadt. Ich bin ja vorhin schon angekommen, aber damit unsere Zuschauer auch mal wissen, wie das überhaupt so richtig funktioniert mit der App, ne? Würde ich mal sagen, starten wir jetzt mal, oder? Ja klar, machen wir doch. Ne? Dann los. Ein Mietroller wiegt 30 Kilo, zum Umhertragen also etwas zu schwer. Deswegen lieber fahren. Ab 5 Stundenkilometern setzt dann auch der E-Motor ein und dann heißt es Gas geben. Bei 20 Stundenkilometern können auch schon mal die Haare ein bisschen ins Wehen kommen. Aktuell stehen 175 Elektroroller zum Cruisen bereit. Auch die Rostocker Stadtwerke finden die Idee der beiden Gründer gut. Sie haben mit den Jungs eine Kooperation geschlossen. Denn im Vergleich zu den Bird-Rollern, ein Franchise-Unternehmen, sieht Thomas Schneider gewisse Vorzüge bei den einheimischen Mietrollern. Keine Lagerfläche, kein Einsammeln, was ich auch gut finde. Der Nutzer muss ein Foto vom Abstellen machen. Also wir alle kennen das unschöne Bild, wenn sie vielleicht kreuz und quer im Grün oder gar über Gehwege liegen. Das soll damit vermieden werden. Hoffen wir, dass die Nutzer sich daran halten. Den E-Scooter zu entsperren kostet übrigens nur 1 Euro. Um dann damit umherzucruisen, zahlt man 25 Cent die Minute.
liebe Zuschauer, ich bin jetzt mit Jakob durch die Rostocker City gepaced oder auch geheizt mit diesen coolen Rollern. Wir sind gelandet beim Neuen Markt und Jakob, du musst nochmal für meine Zuschauer erklären, wie kann ich mir so einen coolen Roller denn schnappen? Ja, ist eigentlich ganz einfach. Man braucht auf jeden Fall ein Smartphone. Dann müsste man eben einmal sich in den Stores dann die App runterladen auf das Smartphone. Kurz einmal registrieren, ne, durch Eingang. Ganz kurz, wie heißt die App ganz genau für alle, das müsst ihr es wissen jetzt? Ja, Moin Sharing heißt die App, ne? Die kann man sich dort entsprechend runterladen. Ja. Genau, und dann einmal auch runterladen, registrieren kurz, ne? Telefonnummer angeben und E-Mail-Adresse, AGB zustimmen und dann kann es auch schon losgehen. Ne? Du, wie bezahle ich eigentlich? Ja, also da haben wir zwei Zahlungsmethoden aktuell. Einmal über PayPal oder über Kreditkarte. Das wird alles auch über die App abgewickelt, ne? Und muss man sich eigentlich dann um nichts kümmern. Okay. Hauptsache, das Konto ist voll. Ja, genau. Das ist natürlich, das ist natürlich wichtig. Und wo können wir denn mit den Rollern langrollen? Ja, also grundsätzlich kann man überall hinfahren damit. Ne? Man kann damit auch von hier bis nach Warnemünde fahren, wenn man das möchte. Allerdings gibt es ein definiertes Geschäftsgebiet, in dem sich die Roller quasi befinden, ja, wo man sie aufnimmt und wieder abstellen muss hinterher. Ne? Das ist dann wichtig und das geht auch gar nicht. Man kann also zum Beispiel außerhalb des Geschäftsgebietes den Roller nicht abstellen, dann würde man auch weiter zahlen müssen. Lässt sich nicht über die App beenden. Okay, alles klar. Und was ich noch fragen wollte, wie lange hält denn so ein Akku überhaupt? Also die haben so eine Reichweite von 50 Kilometern ungefähr und damit kommen wir eigentlich immer ganz gut mit rund. Es hängt natürlich stark ab davon, welche Nutzung quasi ist, ne? Wie viele Leute damit so unterwegs sind. Und ja, wenn entsprechend viele Leute fahren, dann tauschen wir die halt sehr regelmäßig dann aus, die Akkus. Aber das kann schon passieren, dass ich jetzt unterwegs bin und plötzlich lässt mich der Roller stehen? Das kann rein theoretisch passieren, ja. Allerdings siehst du vor Fahrtantritt immer, wie groß die Reichweite ist von den Rollern noch, sodass du dich darauf einstellen kannst und im Zweifel halt einen anderen nimmst, der ein bisschen besser geladen ist. Ne? Aber die werden auch rechtzeitig eigentlich für die Nutzer deaktiviert, sodass diese Engpässe dann nicht mehr auftreten. Und wenn irgendwas ist, dass ich Support brauche, dann gibt es eine Hotline, wo ich euch anrufen kann und dann seid ihr innerhalb weniger Minuten bei mir. Also genau, wir machen den Support eben sehr akribisch und bemühen uns eben für alle Einwohner Rostocks da ein gutes Angebot zu schaffen. Wir sind dann eben erreichbar, genau, wenn eben ein Roller irgendwo umgekippt liegt oder so und wir das gemeldet bekommen, dann macht sich jemand auf den Weg und kümmert sich darum, genau. Aber bisher ist noch nichts Großartiges jetzt passiert mit den Rollern, dass da irgendwie welche kaputt gegangen sind oder dergleichen? Also bisher muss ich sagen, sind die Erfahrungen echt positiv. Wir hatten jetzt noch keine großartigen, schlimmen Fälle, auch nicht von Vandalismus. Ist eigentlich keine großartigen Probleme bisher. Ja. Also bisher seid ihr froh, dass ihr das Rollergeschäft angegangen seid? Das kann man so sagen, ja, genau. Und das soll ja auch weitergehen. Genau, alles klar. Gut, Jakob, dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, ich verabschiede mich schon mal von Ihnen. Wir fahren noch mal eine Runde zurück und testen noch mal den Roller, wie lange er da wirklich hält. Das machen wir. Alles klar. Bis dann, liebe Zuschauer. Tschüss.